Hallo, wir sind wieder bei Safe for Work und wir sind diesmal der Stefan und die Kati, also wie bisher eigentlich immer. Genau. Aber wir haben mehr oder weniger einen Gastbeitrag, nämlich von Arnim. Da kommen wir später noch zu. Der ist leider nicht in Persona zu hören, aber wir berichten. Wenn jetzt jemand noch nie diese Sendung gehört hat, wie würdest du denn das beschreiben? Safe for Work? Ja. Als Sendung übers Heimwerken von einer Autodidaktin und ihrem Gefährten. Genau. Für Leute, die auch nicht so viel Ahnung vom Heimwerken haben und vielleicht irgendwie Interesse dran haben. Und ja, wo wir so ein bisschen gucken, was gibt's für Projekte, wie macht man das, wie professionell muss es sein, wie simpel kann es sein. Genau, solche Dinge. Und das jetzt in der echten Folge 3, in der richtig echten Folge 3. Nice. Wir sind so gut. Wir sind richtig gut. Genau, also wenn ihr das erste Mal reinhört, ich habe keine Ahnung von Heimwerken, ich habe keine zwei linken Hände, ich habe vier Füße. Kati macht bei uns das ganze Handwerkliche und ich versuche vor allem daran zu lernen und zu wachsen. Und du bist sehr gut tatsächlich als Hilfskraft in dem Fall. Genau. Das ist auch ganz wichtig. Zwei Alpha-Tiere beim Heimwerken ist eine ganz schlechte Idee. Ich bin da gerne Beta-Tier. Ja, hervorragend. Wenn man das so sagen kann. Hast du auch alle Qualifikationen für. Vielen Dank. Du machst dich sehr gut bisher. Ja. Wir haben in dieser Folge gar kein großes Projekt, wie das bisher teilweise war, mit dem Palettenbett, das wir schon besprochen haben, und dem Küchenregal. Genau. Sondern so ein bisschen Kleingedöns. Ich habe nämlich auch an was Neues gewagt, vor nicht allzu langer Zeit. Und zwar an Kabelschalter. Ihr kennt das vielleicht, es gibt Lichterketten, die haben so einen Ein- und Ausschaltknopf integriert und es gibt welche, die haben das nicht und dann muss man jedes Mal zur Steckdose hinkrabbeln und das einstecken und ausstecken, wenn man die an- und ausschalten möchte. Und wir hatten mehrere von letzterem und es hat mich tierisch genervt. Also mich vor allem, weil ich einen kaputten Rücken habe, ja, und mich immer bis zur Steckdose hinten am Boden dann zu bücken nervt und dann habe ich es halt einfach offen nicht angemacht. Und obwohl man natürlich mit so Lichterkettchen, das ist eine unfassbare Stromverschwendung, wissen wir auch, aber es macht halt Stimmung. Ja, wir haben dafür halt das große Licht da nicht aus. Genau. So, nämlich. Genau, und du hattest letztes Jahr zu Nikolaus eine neue Lichterkette bekommen. Genau. Mit süßen kleinen Katzen dran. Und ich hatte noch ein paar andere. Und wir haben gedacht, das ist doch doof. Und wir hatten eine Lichterkette, wo so ein Kippschalter dran war, einfach zum anderen Ausschalten. Ich weiß, dass man die auch selber anbauen kann. Man kriegt die Dinger doch im Baumarkt. Mein Papa hatte das irgendwann mal gemacht. Wenn ihr ältere Folgen gehört habt und schon Geschichte über meinen Papa, er hat es überlebt, ganz unbeschadet tatsächlich. Es gab keine Verletzten. Und dann haben wir gedacht, so komm, das kann so schwer nicht sein. Wir kaufen ein paar Kippschalter. Das haben wir tatsächlich gemacht in dem Moment, als wir unsere Paletten auch gekauft haben für das Bett. Mhm. Und dann hattest du YouTube-Anleitungsvideos rausgesucht dafür oder eins zumindest. Ja, ich gucke gerne zwei, drei und habe dann eben das als Vorauswahl auf den Bildschirm gebracht. Genau, und wir haben das erste geguckt und es schien mir recht überkomplex und umständlich. Und wobei man dazu sagen muss, also ich habe mir das natürlich auch angeguckt, auch mit meiner Außenperspektive. Der hatte halt für alles irgendwie noch so einen kleinen Nupsi und hier nochmal sicher. Mhm. Der hat es halt einfach ordentlich gemacht. Mhm. Er hat es halt nur als Video nicht besonders gut gemacht, weil alles da stand und man hätte es einfach, also man musste einfach wissen, wofür es ist. Sonst wusste man nicht, was es ist. Und ich glaube, dass gerade für EinsteigerInnen relativ schlecht ist, ja, so ein Tutorial zu zeigen, wenn man nicht auch gleichzeitig noch erklärt, was das ist, was das kostet, wofür es eigentlich ist. Weil, genau, ich kann schon mal ein bisschen vorweggreifen, du hast das alles nicht gebraucht. Nee, ich hab, glaube ich, zwei Tools gebraucht. Hm. Eine Kabelzange und noch eine zum Isolierungen abkratzen, genau, sozusagen. Die Herausforderung für mich war, dass ich tatsächlich, also ich kann Lampen an die Decken schrauben und auch anschließen an der Decke, aber ich habe sonst mit Elektronik und Elektrik nicht so viel am Hut, weil wir das tatsächlich bei mir in meinem gymnasialen Unterricht in Physik nur auf dem Papier gemacht haben. Also wir haben Stromschaltungen mit Widerstand und allem immer schön gezeichnet und ich habe es nicht verstanden und wir haben es auch nicht praktisch angewendet, weshalb ich vor Strom tatsächlich Respekt habe. Das ging dir, glaube ich, anders, ne? Ihr habt so ein paar Sachen, Lämpchen mal zum Leuchten gebracht und sowas. Hast du das nicht erzählt? Ja, aber das waren halt alles so diese Krokodilsklemmen, weißt du? Ja. Also, Bananenstecker. Wie heißen die? Das kommt drauf an, es gibt beides. Ach so. Es kommt jetzt drauf an, welche du meinst. Krokodilsklemmen sehen aus wie so kleine Krokodilmäuler, die man so auf und zu klemmt. Nee, dann waren das nicht die, sondern einfach nur die zum Reinstopfen. Dann sind, die, ja, waren, da war oben dann nochmal die Möglichkeit, ein weiteres Kabel reinzustopfen, also auch in Serie zu schalten. Wir haben also so ganz einfache Stromkreise einfach nur gebaut. Mhm. Also
einen Widerstand, einen Verbraucher, eine Stromquelle und dann eben den Stromkreis zu erklären. Das war alles, was wir machen durften. Und das war irgendwo in der Realschule ganz relativ zum Anfang. Mhm. Also auch mit so einer 9-Volt-Batterie, wo du das Ding an die Zunge halten kannst und du tust dir nicht weh. Ja. Mhm. Das übrigens auch, kann ich auch noch vielleicht nachher nochmal was zu erzählen, zu okay. dem Thema Batterien mit Zunge testen. Ich notiere mir das mal kurz hier. Ich mache mir ja mittlerweile Notizen, weil ich immer so viel erzählen will. Die feine Dame macht sich Notizen. Ja, die feine Dame bereitet sich vor. Genau, jedenfalls haben wir diese Kippschalter gekauft und ich habe natürlich die alleroberste Regel befolgt, die man befolgen sollte, wenn man irgendwo Schalter anbaut. Man zieht den Stecker aus der Dose. Ist ohnehin das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe ja mal bei einer Freundin Lampen an die Decke geschraubt und da hat er gesagt, mach mal hier bitte die Sicherung raus und so, weil ich schon oben auf der Leiter stand und gesagt habe, hier so, ja, wir müssen die Sicherung rausmachen, damit da kein Strom drauf ist. Und er, ja, Sicherung ist raus und ich hielt den Schraubenzieher daran, um diese Schutzklemme abzuschrauben. Und es gab einen hübschen kleinen Lichtbogen zwischen Schraubenzieher und dem Kabel, das da aus der Wand kam. Und ich so, machst du bitte noch die richtige Sicherung raus? Wobei, ich muss noch eine Sache vorweggreifen. Mhm. Wir haben diese Kippschalter, haben wir sie genannt. Kabelschalter, Kippschalter. Beide Begriffe sind übrigens korrekt. Mhm. Also Kabelschalter sind, glaube ich, tatsächlich die geläufigere Bezeichnung. Im Baumarkt geholt. Mhm. Und sind die, also vor Corona-Zeiten, vor dem Lockdown. Ja. Und sind in die Elektroabteilung und da saß eine junge Frau. Ja. Ich glaube, das war für mich so der Erweckungsmoment. Also, dass sie mal so am Anfang Mitte 20 gewesen sein. Dass die sah auch nicht aus wie die Vertretung, sondern also die wirkte wirklich wie die Person, die da gerade arbeitet und hat uns dann auch, dich zumindest, ins richtige Regal dann eben auch fixiert. Genau. Buxiert. und ja. Genau. Das fand ich auch spannend, dass da gerade auch, das Thema Baumärkte ja auch schon mal, dass da tatsächlich gerade so ein Umbruch stattfindet, dass halt, also, ja, man kann das aus einem sexistischen Bereich sehen, natürlich Verkäuferin, das sage ich jetzt einfach mal so ganz binär, natürlich ein Beruf ist der Frauen, so gerade Kassiererin ist erstmal zu 80% ein weiblich besetzter Beruf, aber jemanden in die Elektroabteilung zu setzen, der oder die keine Ahnung haben, machst du halt als Baumarkt auch nicht. Nee. Eine Gartenmöbel kann im Grunde genommen jeder verkaufen, aber wenn du halt Elektrokram verkaufst, musst du zumindest den Leuten sagen, mach das nicht. Ja, genau. Also fand ich auch gut. Weiß ich noch, haben wir uns damals auch direkt drüber gefreut und genau, wir fingen dann damit an. Wir haben bei diesen Lichterketten, die wir haben, solche, wo die Kabel umeinander verdreht sind. Mhm. Was es ein bisschen schwierig macht, weil man sollte am Ende immer noch wissen, also man schneidet die Kabel durch, um sie in diesem Kippschalter so einzufassen, dass wenn der Schalter umgelegt ist auf die eine Richtung, diese Kabel verbunden werden über nochmal ein Metallstück, das in dem Schalter integriert ist. Und dann sollten die richtigen Kabelenden miteinander verbunden sein, weil sonst geht's nicht. Mhm. Aller Voraussicht nach. Und das lässt sich aber einfach auch dadurch lösen, wenn man diese zwei Kabelstränge hat, dass man halt erst den einen durchschneidet und einfügt und dann erst den anderen durchschneidet und einfügt an den richtigen Stellen. Dann kannst du das nicht durcheinander bringen. Man kann sich auch behelfen mit kleinen Markierungen. Also man kann auch mit dem Edding an das eine Kabel zwei Striche machen und dazwischen durchschneiden, dass man das wiederfindet. Muss dabei aber aufpassen, dass man die Striche nicht dahin macht, wo man nachher die Isolierung wegknapst. Also wenn dann die Striche mit weggeknapst werden, quasi, das wäre weniger hilfreich im Endeffekt. Okay. Genau, und das waren aber tatsächlich, also wie wir schon angefangen haben, ich brauchte noch einen kleinen Schraubenzieher, einfach um diesen Schalter auseinanderzubauen. Und dann hast du aber dann auch die Lampen an die Decke geknuspert. Ja, also das ist auch ein normaler Schraubenzieher, wenn ich es von hier nochmal richtig sehe, die Schrauben. Ein ganz handelsüblicher kleiner Schraubenzieher tut es da tatsächlich. Aber wenn man das da mit diesem, wie nennt man das nochmal? Ein Phasenprüfer? Phasenprüfer. Die sind ja optimal für sowas. Ja. Ich hatte bei mir, ich weiß nicht, wo es der geblieben ist, ich hatte ja auch einen. Ja, der ist irgendwo in unserer Sammlung. Ja. Also die drei Werkzeuge, die ich hatte, der kleine Hammer. Also entweder sind die noch in der Kiste, die noch beim Daniel in Reine sind, unter Umständen. Aber ich hatte ja auch so einen ganz kleinen Grundstück an Alltagswerkzeug, hatte ich ja da. Und der Schraubenzieher mit orangem Griff, den du mitgebracht hast, den benutze ich regelmäßig. Ach, ist das so? Ja, das ist der beste, den wir haben. Der hat eine gute handelbare Länge insgesamt. Ja, der ist schön lang. Das stimmt. Genau, also jedenfalls habe ich dann diese Schalter aufgeschraubt, das bei der Lichterkette, die am ehesten zu verschmerzen war, als erstes probiert, also wo einfach keine besonderen Lampions dran waren oder irgendwas. Und man sagt, naja, wenn sie kaputt ist, ist sie halt kaputt, wird sie entsorgt und die Lampen vielleicht als Ersatzlämpchen genommen für eine andere. Und das ging aber einwandfrei und dann habe ich das bei drei Lichterketten, glaube ich, insgesamt gemacht. Das hat eine
Stunde gedauert, dann waren die fertig. Ja. Ja, also. So, und ich habe das wirklich langsam und gründlich gemacht, weil ich es, wie gesagt, noch nicht besonders oft gemacht habe und ich gründlich immer für sinnvoller halte, als mal eben so Pi mal Daumen Augenmaß, wie ich das von meinem Vater kenne, der das nicht so gut macht. Genau. Das waren die Kabelschalter. Dann haben wir... Ich hab da, glaube ich, in einer der letzten Folgen halt auch schon mal drüber erzählt, dass mein Vater ja auch so ein Autodidakt war. Mhm. Und sich eben auch so die ganze Hauselektronik selber zusammengekuspert hat und dann eben aber auch hingegangen ist und auch so Lampen und sowas natürlich an die Decken geschraubt hat. Und das, ich kann mich daran erinnern, dass der wirklich halb verzweifelt ist. Also wenn der diese, wahrscheinlich haben die Namen, diese komischen viereckigen Würfelchen mit den Röhren und wo man dann die Kabel reinstockt und dann noch mit so einer Schraube dann eben wieder festzwingt und sowas, was in so Lampen halt drin ist. Genau, diese Verbindungsstücke. Genau, also hat er ewig dran gesessen. Also hat eine Lampe vor sich liegen gehabt und versucht, diese Kabel da reinzuwursteln und ist darüber fast hier verzweifelt. Und obwohl ich den Eindruck hatte, dass er das ein paar Mal gemacht hat in der Zeit, in dem wir in diesem neuen Haus eben auch gewohnt haben, wo dann eben auch mal die Lampen ausgetauscht werden mussten, wenn man hübschere haben wollte. Da kam nicht der Hausmeister, hat die dran gemacht, sondern das musste man dann eben selber machen, weil man selber der Hausmeister war. Und also... Ich hatte wirklich gedacht, dass das ein bisschen komplizierter ist. Und wir hatten uns ja auch diese verdrehten Kabel angeguckt. Und da war auch so ein Moment, wo ich dachte so, also ich wüsste jetzt also vom reinen Intuitiven nicht, ob ich das jetzt einfach durchschneiden kann und diesen Stecker dazwischen legen muss oder ob ich dann die Kabel selber nochmal auseinanderziehen muss oder sowas. Mhm. Also so von außen intuitiv hätte ich nicht gewusst, was man damit tun muss. Das ist tatsächlich, wenn man noch wirklich nichts damit am Hut hat, würde ich es auch vorsichtig angehen tatsächlich. Wir leben heute Gott sei Dank in einer Zeit, wo wir über YouTube-Tutorials unfassbar viel uns aneignen können, wo Sachen teilweise sehr gut abgefilmt und erklärt sind, auch wie die Dinge gehen. Da Hut ab an all die AutodidaktInnen, die sich Dinge selber beigebracht haben, bevor es YouTube gab, also wo man das nur anhand von Lehrbüchern oder Beschreibungen auf irgendwelchen Skizzen von Leuten, die das mal irgendwann in ihrer Ausbildung vor 100 Jahren gelernt haben, gemacht haben. Ich weiß nicht, ob der Satz noch stimmte, egal. Klang ganz gut. Okay. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich mir heutzutage vieles beibringen kann, indem ich einfach ein YouTube-Video anmache. Ich bin nicht immer zufrieden mit Video-Tutorials, weil ich einfach dieses Handling von, ich verpasse den richtigen Moment, wenn ich auf Pause drücken muss, um mir ein bestimmtes Standbild mal in Ruhe anzugucken, nicht gut hinkriege. So, da bin ich einfach, jetzt nochmal 3 Sekunden, ja, das war zu viel und nochmal eine halbe Sekunde nach vorne. Aber das ist, glaube ich, auch eher so, da ist der Fehler eher bei den Leuten zu suchen, die diese Videos machen. Ja, also so ein bisschen länger draufhalten an manchen Stellen ist einfach gut und auch nochmal vielleicht 1-2 hilfreiche Erklärungen dazu formulieren. Ja. Für Leute, die es eben, und das ist ja eins der Dinge, die wir hier versuchen zu vermeiden, die es eben nicht so haben mit dem Fachjargon, weil sie es nicht gelernt haben, sondern man einfach sagt, rechtes Kabel, linkes Kabel, nicht, was weiß ich, Erdungskabel und Stromzuleiter und Stromableiter oder was weiß ich, wie das alles heißt. Ich habe ja auch keine Ahnung, wie es heißt. Ist ja, keiner von uns ist Fugo Hobel und der hat es mit Holz. Richtig, so. Und das ist einfach so ein Ding, im Zweifelsfall reicht es mir zu sagen, blaues Kabel muss wieder an das blaue Ende dran und braunes Kabel an das braune und das gelb-grüne dann wieder an das gelb-grüne und fertig. Aber nicht das rote und das blaue vertauschen. Nein, das ist ganz gefährlich, das macht man nicht. Genau. So, dann hatten wir also jedenfalls unsere Kabelschalter und sind damit sehr zufrieden. Das funktioniert alles immer noch. Die Lämpchen leuchten, wenn wir draufdrücken. Und wenn wir nochmal draufdrücken, gehen sie wieder aus. Und die gibt es aber auch in verschiedenen Ausführungen. Also die gibt es als diese Kippschalter, die wir uns besorgt haben. Die gibt es aber auch als Taster. Genau. Wo man einfach nur drauf drückt, man rein und wieder raus. Die gibt es aber, glaube ich, auch einfach nur zum drüberstreichen. Ja. Also gibt es in 12 verschiedenen Fassungen. Genau. Ich hatte tatsächlich bei einem, da bin ich kurz erschrocken, ich glaube, bei dem letzten Kippschalter, den ich eingebaut habe, da habe ich versehentlich ein Kabel nicht unter dem Kippmetall im Schalter festgemacht, sondern oben drüber. Und dann brannte das dauerhaft. Und ich habe es nicht ausschalten können quasi. Genau. Und das, weil das einfach sehr klein und sehr frickelig teilweise ist. Also das für große, klobige, ungeschickte Hände ist es auch echt schwierig, hätte ich gesagt. Ich finde es vor allem auch und so, wenn man das von innen das erste Mal sieht. Also ich hätte gedacht, Kabel rein vorne, Kabel hinten wieder raus. Mhm. Und dann gibt es aber diese einpoligen und diese zweipoligen. Und das ist aber je nachdem, wie das Kabel aufgebaut ist und so weiter und so fort. Genau. Und das ist aber letzten Endes, was ich sehr schön finde, ist, wenn man diese Kippschalter auseinanderbaut, sieht man, wie die arbeiten, wenn man auf diese Taste drückt. Und da kann man dann, wenn man ein bisschen mit Ruhe rangeht und überlegt, einfach sich gut herleiten, was wohin muss. Und im Zweifelsfall schraubt man halt nochmal einen auf, bei dem es schon mal geklappt hat und guckt da nochmal nach, wie es da richtig ist. Das ist alles keine Schande. Es macht mehr Arbeit im Zweifelsfall, aber es ist alles keine Schande, weil selbst gelernt. Ich bin keine Elektrikerin von Beruf.
Und ganz ehrlich. Und was das Lampenaufhängen angeht, da ist für mich immer der stressigste Teil dieses Überkopfarbeiten und die Lampe festhalten, während man diese Kabel daran frickelt. Ja. Weil die hängen ja noch nicht an der Halterung. Nee. Bei uns ist es so, dass so ein Stückchen Kabel so lang wie meine Hand maximal, das sind knapp 18 cm, aus der Decke rausguckt und dann kommen aus der Lampe nochmal so ein paar Käbelchen raus, die sind auch nicht viel länger. Die muss man in diese Kontaktklemme reinfrickeln und währenddessen die Lampe festhalten, weil die Lampe kann ich halt erst dann in die an der Decke befindliche Halterung hängen, wenn die Kabel verbunden sind. Klar. So. Und das ist ein bisschen ätzend so. Das nervt und das ist anstrengend. Und wenn man Glück hat und zwei Leitern im Haus und jemanden, der sich auf die zweite Leiter traut und dann da die Lampe festhalten kann, ist das unfassbar hilfreich. Ja. Wenn man das nicht hat, ist es echt anstrengend. Also da sollte man vorher auch überlegen, ob man die Ausdauer hat, so lange da oben zu stehen und nicht versehentlich alles fallen lässt, was je nach Lampe zu einem Scherbenhaufen führen kann. Genau. Ja. Dann haben wir eine Magnetschiene angebracht in der Küche. Ne, du. Ich habe sie angebracht. Wir wollten sie haben. Eigentlich für was anderes. Nee, das hatten wir noch nicht so ganz ausklamüsert. Richtig. Also wir hatten schon länger mal gedacht, wir bräuchten eine Magnetschiene. Ja. Dann gab es die irgendwann mal für 3 € irgendwie im Angebot bei einem unserer Supermärkte hier, in denen wir regelmäßig einkaufen und ich habe eine mitgebracht. Ich frage mich bis heute, warum nur eine, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ich kann dir diese Frage auch nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Oh, im Sonderangebot. 2 zum Preis von einem. Ich kaufe nur eine. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Und eigentlich ist es eine Werkzeugmagnetschiene, ja, die man für Werkstätten, Werkräume etc. nutzen kann. Die trägt laut Packung bis zu 10 Kilo. Das heißt, da kann man diese ganzen schweren Schraubenschlüssel dran packen, seine Schraubenzieher und vielleicht auch noch eine Zange, eine große und hast du nicht gesehen. Und dafür brauchten wir es nicht. Wir haben sie dann in die Küche gehangen, weil wir gesagt haben, komm, es wäre eine schöne Idee, wenn wir die Messer einfach nicht mehr in dem großen Topf, in dem wir sie bis dahin hatten, aufbewahren. Mir ist einmal tatsächlich aufgefallen, wir haben so ein, ist das so ein Tonkrug oder was? Ja, so ein das? Großer Keramiktopf, ja, genau. Da haben wir eben alles an Besteck drin, was wir halt im Alltag brauchen, was zu groß ist für die normale Besteckschublade. Ja. Messerblock haben wir, glaube ich, auch, aber da sind die schmalen Messer drin. Genau, da sind kleinere Messer drin, da passen die großen nicht rein. Die hängen einfach so im Topf und ich bin neulich auf der Suche nach der Schere dann doch relativ, also ich will mal so sagen, wenn der Finger in einem anderen Winkel dann lang gefahren wäre, wäre er jetzt ab. Oder zumindest ist auf gewesen. Ich merkte, dass ich an der Klinge entlang schrappte und es war wirklich purer Zufall, dass ich mir da nichts aufgeschlitzt habe. Dann habe ich gesagt, also wenn wir die Magnetschiene haben, kommen da definitiv die Messer dran. Genau, die ist vor allem deswegen gut, weil man die halt an die Wand bringen kann. Das stimmt. Also die wird halt richtig festgeschraubt. Es gibt auch kleinere Magnetschienen für kleinere Dinge, die man einfach so ankleben kann, glaube ich. Aber wir haben halt so eine schwere, also die wiegt selber auch schon ganz schön ordentlich. Und die hält eben auch gut was. Und das ist mir bei Küchenmessern dann doch recht wichtig, dass die nicht einfach irgendwann abfallen, während ich da in der Gegend hantiere. Ist ja irgendwie so ein Kaffee vorbereiten, machst Wasser in die Kanne und dann plumpst du so das lange Brotmesser so auf die Flossen. Genau. Ist nicht so hübsch. Nee. Und das war ganz schön. Also wir hatten in der Küchenwand an der Stelle, das ist Gott sei Dank eine Gipskartonwand gewesen, gefliest. Und wir hatten da auf einer Fliesennut schon Vorbohrungen, die wieder zugespachtelt wurden, wahrscheinlich von den Vormietern dieser Wohnung. Und da habe ich einfach eine von den Bohrungen direkt mal als Orientierung genommen, um das Ding dahin zu knuppern und es ging mega leicht. Also das war wirklich, tatsächlich habe ich es nicht mit diesen Gipskartonwanddübeln gemacht. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Fischerdübel sind die, die so kleine Nupsis an der Seite haben und diese, es gibt so dicke, die wie dicke Schrauben aussehen, so graue, die man eigentlich für Gipskartonwände benutzt. Okay. Ich komme gerade nicht drauf, wie die heißen. Egal, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und wenn nicht, dann... Wir haben es vielleicht schon nachgeguckt. Genau. Und normalerweise nimmt man die für Gipskartonwände, weil die einfach stabiler sind in den Dingern. Und die kleinen Fischerdübel nimmt man halt für die harten Wände, die wir sonst überall in dieser Wohnung haben. In dem Fall habe ich mich aber auch für die kleinen Dübel entschieden, die bei dem Ding dabei lagen, weil ich sonst durch die Fliesen hätte bohren müssen. Und das ist so ein Experiment, das habe ich noch nicht gemacht und werde ich so bald auch nicht machen. Mhm. Weil wenn so eine Fliese kaputt ist und abfällt von der Wand, dann kannst du gerne mal die ganze Wand neu fliesen. Oh. Ja. Muss nicht, aber kann passieren. Ja. Und das ist einfach eine Arbeit, die ich nicht haben muss. So, auch das könnte ich wahrscheinlich meinem Onkel aufhalsen. Aber der muss dann erstmal herkommen. Der müsste erstmal herkommen. Das ist ja gut. Und sowas sollten wir dann auch bezahlen, einfach aus Anstand. Und wenn es sich vermeiden lässt.
Genau, vermeiden wir es. Und deshalb habe ich mit einem ganz normalen, ich glaube, ich habe den Holzbohrer genommen, ein Loch, das genau eine Fugenbreite zwischen den Fliesen war, reingebohrt, beziehungsweise vier Löcher, weil das Ding mit vier Schrauben befestigt ist, zwei auf jeder Seite. Und zack, hatten wir eine Magnetschiene für die Messer an der Wand. Und es ist so viel besser seitdem, oder? Es ist vor allem, man sucht sie nicht ewig, man weiß sofort, welche Messer sind da, welche sind in der Spülmaschine. Mhm. Man hat nicht jeden zweiten, im Grunde genommen alle Messergriffe einmal in der Hand, um zu gucken, welches ist es. Mhm. Das ist ganz hübsch. Ich habe dann auch gleich die Schere mit dran gepappt, mhm. die Küchenschere, weil die brauchst du halt öfter im Zweifelsfall, ja. und die suchst du dann eben auch nicht ewig in diesem Pott. Dieser Pott ist nicht mehr so voll, man mhm. kriegt also da nochmal wieder zwei, drei Sachen mehr mit rein. Also das ist so. Und vor allem leichter wieder raus. Leichter wieder raus. Es verhakt sich nicht immer alles. Also es ist vor allem sehr, sehr praktisch. Ja. Bin auch sehr zufrieden mit. Ich habe auch die kleinen, scharfen Messer aus der normalen Schublade reingetan, weil ich da immer, wenn ich einen Sparschäler rausholen wollte, mich an den kleinen Messern beinahe geschnitten habe. Und ich dachte, eh es mal irgendwann soweit ist, hängen wir die doch lieber da dran. Ist eine schöne Sache, finde ich gut. Wir haben es vor allem auch nicht direkt hinterm Herd hängen, wo alles immer so ein bisschen spackig wird vom Kochdampf und dem öligen Zeugs, was da so hochsteigt. Da sind wir beide auch sehr zufrieden mit, ne, dass wir das so gelöst haben. Ähnlich wie bei dem Küchenregal hatten wir ja auch schon gesagt, wir mögen das nicht mehr so. Ich war da lange Zeit relativ unempfindlich gegen, aber wenn Sachen hinterm Herd einfach so einspacken vom Kochen und dem Dampf und so, das muss nicht mehr sein. Feuchtigkeit ist der Feind aller Lebensmittel. Das ist wohl so. Genau, dann haben wir noch ein kleines Projekt auf Halde. Ein Mini-Projekt, das auch mit Magneten zu tun hat, für fürs Wohnzimmer, aber da habe ich die Magneten verloren, die muss ich jetzt wieder finden. Weil gerade ein Spielkind ist. Ja, das stimmt, das bin ich. Und zwar haben wir hier neulich mal das Sofa gerückt, um den Teppich drunter festzuklemmen und haben unter dem Sofa alle in Ziffern 4 Nagelfeilen gefunden. Eine Schere und eine Pinzette. Genau, Pinzette, Schere, glaube ich, doch eine Schere auch und eine Pinzette. Also so Nagel. Fallprodukte. Genau, Maniküre. Genau. Instrumente. Die ich also benutzt haben muss, dann sind sie mir aufs Sofa gefallen, irgendwo in die Decke und dann alle in die gleiche Sofaritze und alle an die gleiche Stelle unter dem Sofa. Ja, das war besonders schön. Ich konnte die alle auf einen Griff da rausholen. Das war sehr witzig. Das hat mich auf so viele Arten fasziniert. Also da konnte ich auch nicht mehr sagen, ich war es nicht. Nee, tatsächlich, das ging gar nicht. Und jedenfalls haben wir gesagt, das wäre doch einfach nett. Im Moment liegen sie in einem Schälchen bei mir im Regal. Wenn Steffen das haben will, reiche ich es immer durch und dann bleibt es erstmal auf dem Tisch liegen und dann vielleicht auch nicht. Und wir haben gesagt, komm, wir machen so ein kleines Spanholzbrett fertig, sprühen das ein bisschen hübsch mit Farbe an, dass es zu den Bilderrahmen passt, die wir hier an der Wand haben. Die sind alle in so einem schönen Blau. Und kleben da so kleine Magneten drauf. Ich habe so winzig kleine Magneten, die von eigentlich so einem... Vielleicht kennt ihr das, es gibt so Fotoseile, die man anhängen kann. Das sind so Drahtseile, da ist unten ein kleines Gewicht. Da hast du deine Postkarten auch dran. Podkarten. Deine Podkarten. Da sind auch Podkarten dran. Da sind auch Podkarten dran. Ja. Und dann gibt es so winzig kleine Magnete, die nach Möglichkeit das Motiv nicht stören, die aber unfassbar stark sind. Und mit denen kann man dann da Fotos oder eben Postkarten oder sowas dran heften. Und diese Magneten haben wir jetzt übrig, 8 Stück davon, wenn ich sie dann wiederfinde. Sie sind halt leider sehr klein. Und ich habe damit während einer Telefonkonferenz ein bisschen rumgespielt, weil ich immer meine Finger beschäftigen muss, wenn ich telefoniere. Und ja, dann sind sie mir irgendwie aus der Hand geflitscht und sie haben nicht klack gemacht, weshalb ich nicht glaube, dass sie auf diesen Laminatboden gefallen sind, den wir haben. Vielleicht sind sie unterwegs irgendwo an irgendeinem Metallstück hängen geblieben. Es wäre möglich, aber ich hätte gedacht, dass auch das klack macht. Und ich habe halt keinen Klack gehört, das irritiert mich noch ein bisschen. Jedenfalls wollen wir diese Magnete da draufkleben und dann da die Maniküre-Instrumente dran befestigen, damit wir das Brett dann insgesamt an die Wand hängen können auch. Die Dinge in greifbarer Nähe für uns beide sind, wenn wir sie brauchen und sie aber nicht auf dem Sofa verschwinden, sondern man sie dann einfach an diese Wand wieder ranklappt und fertig. Genau. Ja, das sind so die Pläne. Lass mich noch mal kurz zu dem Batterien mit der Zunge testen kommen. Ja, bitte. Du hast das auch gemacht als Kind, ne? Nein, tatsächlich habe ich das nie gemacht. Weil du es nicht wusstest oder warum? Weil ich in der Lage bin, von den Fehlern anderer Leute zu lernen. Und wenn die mir sagen, es pritzelt und tut vielleicht sogar ein bisschen weh und ist einfach unangenehm, ich bin ja, was so die Mundregion angeht, ohnehin ein bisschen empfindlich. Also ich bin ein sehr sensibler Mensch, was das angeht. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nicht einmal probiert. Das ist so witzig, weil ich habe, also mein Bruder und ich haben das öfter gemacht. Ich habe auch noch nie die Zunge an eine gefrorene Stange oder sowas gemacht. Das habe ich einmal gemacht.
wir reden auch nicht darüber. Nein, es ging auch gut. Ich habe mir, also wenn ich mit der Zunge irgendwo an Eis kleben geblieben bin, dann war das so ein ganz tiefgefrorenes Wassereis oder sowas, wo man kurz dran hängen bleibt. Jedenfalls haben wir das regelmäßig gemacht und ich fand das sehr witzig. Ich habe ja lange im Buchhandel gearbeitet und irgendwann gab es ein Buch, das heißt, ich glaube, Bang, 60 Mutproben für Kinder und Eltern. Aha. Und das ist so ein bisschen entstanden daraus. Eine der Autorinnen, meine ich, hatte zu dem Zeitpunkt eine Teenager-Tochter, die so 14, 15 war und Chemieunterricht hatte und die sollten im Chemieunterricht einen Bunsenbrenner anzünden mit dem Streichholz und die Hälfte der Klasse hat gesagt, sie wissen nicht, wie sie ein Streichholz anzünden. Okay. Weil sie so, weil ihre Eltern ihnen das immer verboten haben. Und jetzt sage ich, dass man das macht, bis die Kinder so 7 sind, okay, also weil Kinder und Feuer und so, ne, ist gefährlich, aber ihnen beizubringen, wie man sinnvoll und vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht, halte ich für richtig. Und 15-Jährige, die kein Streichholz anzünden können, weiß ich nicht so ganz genau. Ich halte da wenig von, sage ich mal. Und diese Autorin dann hat sich ein bisschen umgehört und umgeguckt und hat festgestellt, es gibt halt tatsächlich immer mehr Fälle, wo Kinder derartig in Watte gepackt sind, dass sie einfach mit normalen Alltagsdingen gar nicht mehr so gut umgehen können. Und das kommt häufig auch daher, dass Kinder und Erwachsene Gefahrensituationen unterschiedlich einstufen. Und jedenfalls hat sie dann eben diese 60 Mutproben zusammengefasst in diesem Buch, die halt wirklich von ganz simplen Dingen wie eben ein Streichholz entzünden losgehen bis hin zu, ich weiß nicht, die großen Sachen habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Das war jetzt nichts, wo irgendwie ein Wald hätte abbrennen können oder sowas. Und wo die Kinder für sich entscheiden konnten, als wie gefährlich sie es einstufen und auch die Eltern. Und sie war damit in einem Radiointerview mit diesem Buch, um das vorzustellen und erzählte eben von diesen Kleinigkeiten, meinte und auch sowas wie mit der Zunge testen, ob auf der Batterie noch Saft drauf ist. So. Und der Radiomoderator muss da wohl fast einen Herzkasper gekriegt haben, als sie das erzählt hat, weil er meinte, das ist doch mega gefährlich, das würde ich meinem Kind nie erlauben. Und sie sagte, also ja, in Autobatteriegröße sicher nicht und diese großen Batterieblocks auch nicht, aber diese ganz handelsüblichen, normalen, runden Batterien, die ich immer Babyzähnchen nenne und die ich immer R6 nenne, du hast die Doppel- und Triple-A und weiß ich nicht, die haben ja verschiedene Bezeichnungen, an denen man die unterscheiden kann, ja. Die sind halt mega ungefährlich. Also ja, du hast ein ganz leichtes Britzeln auf der Zunge, aber da kann nichts passieren, weil die Ladung, die da drauf ist, kann dir nichts tun. Bang, 60 gefährliche Dinge, die mutig machen. Genau, das ist es. Genau. Und sie meinte halt, das ist halt genau das Ding. Also, dass viele Erwachsene selber die Gefahren auch gar nicht mehr richtig einschätzen können, weil sie gar nicht wissen, wie viel Saft ist auf so einer Batterie. Ist das eine Stromladung, die mir gefährlich werden kann oder nicht? Weil im Zweifelsfall ja auch so ein Stück weit alles immer ein bisschen gefährlicher dargestellt wird, als es ist, weil es dann mehr hermacht, mehr Sensation ist etc. Und sie meinte, das führt halt dazu, dass die Leute sich immer weniger trauen, immer weniger selbstständig sind und immer abhängiger von irgendwas anderem. Und da wollte sie so ein bisschen gegenarbeiten mit diesem Buch eben. Und ich fand das, als sie diese Anekdote erzählte mit dem Radiomoderator, der einen Herzkasper gekriegt hat, weil er meinte, auf gar keinen Fall würde er sein Kind an so einer kleinen Batterie lecken lassen. Und das Kind muss wohl auch schon 10 gewesen sein. Habe ich gedacht so, okay, ja, weiß ich nicht. Haben wir alle so gemacht bei uns in der Familie und es ist nie irgendwem irgendwas passiert. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, wenn ich sage, bei uns ist niemandem irgendwas passiert. Und es sollten wahrscheinlich auch nicht Leute mit einem Herzschrittmacher oder sowas machen. Keine Ahnung, ob das da Auswirkungen hat. Aber diese normalen Triple- und Doppel-A-Batterien haben halt einfach nicht die Menge Energie, dass sie einem schaden könnten. So, das pritzelt kurz an der Zunge und dann weiß ich, da ist noch Saft drauf oder nicht. Und dann muss ich auch nicht teuer im weiß ich nicht, Elektrofachmarkt meiner Wahl den 50. Energietester für Batterien kaufen, den ich dann verliere, nachdem ich eine Batterie getestet habe, um das rauszukriegen. So, und genau, da wollte ich noch mal kurz drauf. Ich finde das sehr spannend, solche Dinge. Also ich rate auch davon ab, unvorsichtig an Sachen heranzugehen. Aber im Zweifelsfall ist es sinnvoll, sich auch mal zu informieren und zwar über tatsächliche Fakten zu Dingen. Also nicht anekdotische Evidenz von wegen, mein Kind hat an der Batterie geleckt und jetzt hat's, was weiß ich was, gerne mal Autismus. Ja. In heutigen Zeiten. Nein, am Batterielecken bekommt man keinen Autismus. Nein. Und
sondern einfach mal gucken, okay, wie viel Strom ist auf so einer Batterie drauf, wie viel Strom hält der menschliche Körper aus oder hat er vielleicht im Zweifelsfall selber grundsätzlich irgendwo mitgebracht, um sich da einfach mal selber so ein Stück weit ein Urteil zu bilden, wie gefährlich Gefahren eigentlich sind und wie gut man mit denen umgehen kann. So. Und das gilt halt auch fürs Heimwerken irgendwie. Also ich, das, was ich gerne mache, leichtsinnigerweise ist, weil ich einfach sehr gerne barfuß laufe, ich heimwerke auch gerne mal barfuß. Das ist manchmal eine blöde Idee, vor allem, wenn einem gerne mal Sachen runterfallen. Wenn das ein Bleistift ist, mag es noch gehen, wobei, wenn der gut angespitzt ist und senkrecht in den Fuß, ist auch nicht schön. Aber es ist halt sinnvoll zu sagen, ich lasse es, nicht zu sagen, ich lasse es ganz, sondern zu sagen, ich treffe sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen und gehe achtsam um mit dem, was ich tue. Mhm. Genau. Das nochmal als kleine Side-Note zum an Batterien lecken, um zu testen, ob da noch Strom drauf ist. Genau. Die hat auch das Buch geschrieben, jetzt entdecke ich meine Stadt. Ja. Ist das Buch übers Verlaufen? Ist das das? Nee, das ist es nicht. Es ist ein anderes tolles Buch. Das übers Verlaufen ist ein Erwachsenenbuch tatsächlich. Dieses jetzt entdecke ich meine Stadt richtet sich an Kinder und Jugendliche. Und dient auch dazu, es ist eine halbe Personal-Buchführungssendung hier, dient auch dazu, einfach mal zu gucken, woraus besteht meine Stadt eigentlich? Sind das nur Wohnhäuser? Was gibt es da für Orte? Wo sind Grünanlagen? Was sind so Details, die ich im Alltag eigentlich übersehe? Wo sind Orte für Kinder? Wo sind Orte, wo Kinder auf gar keinen Fall erwünscht sind? Und wie ist das Verhältnis da zum Beispiel? Tolles Projekt, gibt es auch einen Instagram-Account zu, Stadtsache. Da kann man gerne vorbeigucken, ich folge dem auch. Das sind immer wieder schöne Einsendungen von Fotos von jungen Menschen oder eben auch von den AutorInnen selber, was sie entdeckt haben in Städten an Besonderheiten. Lohnt sich, ist schön. Und entdecke, was dir schmeckt, ist auch toll. Da war sie, glaube ich, auch dran beteiligt. Die ist ja ganz schön umtriebig. Ja. Also ich habe gerade im Vorbeirecherchieren gesehen, dass sie eben halt eben oft auch in Interviews zu hören ist, wenn es um Kinderrechte geht. Das finde ich ganz wichtig, dass Kinder auch erfahren, ja, was sie eigentlich dürfen und auch müssen und nicht, was sie auch nicht müssen, ja, und auch nicht dürfen. Möchtest du vielleicht kurz ihren Namen nochmal sagen? Anke Leitzken. Sehr schön, genau. Danke. Genau, vielen Dank. Wenn wir hier schon Werbung für ihre Bücher machen. Richtig. Also Anke Leitzken könnt ihr gerne mal ausfindig machen. Die ist auf Facebook aktiv, auf Instagram aktiv und setzt sich sehr für selbstbewusste, starke und befähigte Kinder ein, einfach. Und das finde ich sehr schön, ja. Hast du den Eindruck, dass, also dass wir können das ja nur von außen beobachten, weil wir ja selbst keine Kinder haben. Du hast aber in deinem früheren Beruf ja öfter mit Kindern zu tun gehabt. Du warst ja Buchhändlerin, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so häufig hier gesagt. Ich sag's mal ganz platt heraus und vielleicht ist es auch böse, wenn ich das so sage. Hast du den Eindruck, dass Stadtkinder verweichlichen? Also dieses... Ich frag noch mal anders. Wir sind damals mit dem Titel, mit dem Schlusslied der Sesamstraße aufgewachsen, nach dem Motto, Sesamstraße ist jetzt aus. Wozu habt ihr Kopf und Hände? Denkt euch selber mal was aus. Mhm. Wird das noch praktiziert? Ich glaube, da gibt es tatsächlich auch von Stadt zu Stadt regionale Unterschiede. Ich habe in Stuttgart gearbeitet, in einem Viertel, wo auch eher privilegierte Mittelschicht, sage ich mal, unterwegs war. Und verweichlicht weiß ich gar nicht unbedingt. Das war jetzt wahrscheinlich überspitzt. Aber das ist ja überspitzt. Ich glaube einfach, da wird die Kompetenz eher in Richtung Soft Skills und Wissenserwerb gefördert von den Eltern. Und wenn Kinder Kompetenz haben im Sinne von, ich weiß, wie ich mir eine Laubhütte baue, ist das eher die Ausnahme. Mhm. Also da gab es, in unserem Umfeld gab es sogenannte Abenteuer- und Waldspielplätze, wo dann tatsächlich mit den Leuten, die betrieben haben, genau solche Sachen mal gemacht werden konnten. Und dann gab es auch manchmal ein Streichelzoo und sowas und Esel zum Striegeln und ähnliches. Es war aber meinem Empfinden nach schon so, dass es, wenn gebaut wurde, es eher in Richtung Technik und Lego zum Beispiel ging. Also eher so künstliches Spielzeug, sage ich mal. Und Dinge, die schon vorgefertigt sind und genormt sind für Kinder. Und dass tatsächlich da die Eltern sehr, sehr behütend waren gegenüber ihren Kiddies. Also das war schon mein Eindruck, wo ich gesagt habe, so... Ja, die lernen, wie man sich Schnürsenkel bindet, aber eigentlich auch erst dann, wenn man sicherstellt, dass die sich nicht versehentlich mit dem Schnürsenkel aufhängen. So, also so eine
Übervorsichtigkeit, wie es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, Petitionen gab, diese Schnüre abzuschaffen, mit denen die Handschuhe in Kinderjacken verbunden wurden, damit die Kinder nicht immer einen Handschuh verlieren. Also bei all meinen Kinderhandschuhen, an die ich mich erinnern kann, waren die automatisch dran. Und dann wurden die Handschuhe in die Jacke eingefädelt, also einmal rechts, einmal links. Genau. Und ich war nie auch nur annähernd dran, mir damit weh zu tun. Nee. Mit diesem Strick. Nee. Und ja, man kann natürlich sagen, man sollte vorsichtig sein. Andererseits ist das halt auch, weiß ich nicht, dann alles in Watte packen zu wollen, halte ich halt eben auch für die falsche Methodik. Und ich kann da auch nur als jemand sprechen, der keine eigenen Kinder hat. Ist das so die Generation Sakrotan? Also ja. wo Kinder morgens, bevor sie das Haus verlassen, also jetzt unabhängig von Corona, also früher schon, das ist ja keine neue Erfindung, einfach nochmal komplett in Sakrotan eingelegt werden, bevor sie das Haus verlassen haben. Und aber auch sobald sie wieder reinkommen. Ja, ja, am besten noch so einen Reinraum zwischen Bereich, zwischen Haustür und Luftschleuse und dann komplett desinfiziert werden. Ja. So, ne? Also ja, den Eindruck habe ich teilweise schon. Auch da gab es mal ein interessantes Buch, das sich leider nicht gut verkauft hat, mit dem Titel Mokassin-Kinder, wo die Weisheit von, ich glaube, einem Volk am Amazonas zugrunde lag, so du kannst nicht die ganze Welt auspolstern, also zieh deinen Kindern Schuhe an, also Mokassins, so, damit sie eben lernen, sich in dieser Welt zu bewegen, die ist halt gefährlich. So, da gibt's Gefahren, es gibt aber Möglichkeiten, diese Gefahren einzudämmen für einen selber. Und ich bin tatsächlich eine große Verfechterin, wie gesagt, keine eigenen Kinder, Kindern beizubringen, wie man damit umgeht. So, und nicht einfach zu sagen, ich pack dich in Watte, damit diese Gefahren dich nicht berühren, sondern zu sagen, hier, ich gebe dir Mittel an die Hand, wie du dich selber schützen oder dir im Zweifelsfall selber helfen kannst, wenn du schon in einer Gefahr XY bist. Ich kann es nämlich aus meiner eigenen Perspektive sagen, vielleicht habe ich das an dieser oder einer anderen Stelle schon mal erzählt in unserem reichhaltigen Podcast-Angebot. Ich bin halt sehr behütet aufgewachsen und auch wirklich fernab jeglicher Gefahr. Ich durfte halt nicht mal allein über die Straße gehen, bis ich irgendwie 30 war. Keine Ahnung. Wenn es meine Oma ginge, ist es wahrscheinlich tatsächlich so. Also das war wirklich, also ich konnte das, ich habe aufgepasst. Wir hatten einen sehr guten Verkehrspolizisten, der zu uns in den Kindergarten und in die Grundschule kam. Das war über Jahre der gleiche Mensch. Das war Herr Kalter, schönen Gruß. Hoffentlich geht es ihm gut, oder wenn nicht, hat er wenigstens ein ruhiges Restleben gehabt. Das war einer der besten Polizisten, die ich in meinem Leben jemals kennengelernt habe. So viel gibt es davon nicht. Deswegen ist das erwähnenswert. Und der kam halt bei uns in den Kindergarten und bis in die Grundschule und hat mir erklärt, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe. Und den Rest hat Rolf Zukowski mit seiner Verkehrshitparade dann eben geregelt. So. Und das hat dazu geführt, dass ich halt sehr vorsichtig und auch ein bisschen bis heute ja tatsächlich versuche, so bestimmte Dinge aus dem Weg zu gehen. Das hat also Langfolgen, Langzeitfolgen für Kinder. Also die, deswegen meinte ich das Wort verweichlicht in dem Sinne, nicht das hart sein, was erstrebenswertes ist, aber dass man halt unbegründet vorsichtig ist und nichts mehr wagt. Ja. Was also ängstlich und vorsichtig sein sind komplett okaye Charaktereigenschaften. Mhm. Angst ist bei weitem nichts Schlimmes. Im Gegenteil, Angst ist immer da, uns zu schützen, und sie ist auch immer irrational. Das ist die Idee hinter Angst. Mhm. Aber so dieses Kinder werden immer zaghafter und vorsichtiger in dem Sinne, dass ihnen auch nicht mehr beigebracht wird, mit solchen Situationen umzugehen. Ja. Also ich suche da die Schuld nicht bei den Kindern, sondern definitiv in der heutigen Elterngeneration. Ja. Also die auch schon, wir sind ja Teil dieser Elterngeneration. Also das war also meine Idee. Also um klar zu machen, was ich meinte, wahrscheinlich wirklich einfach kein besseres Wort als verweichlichen, obwohl das natürlich mega überspitzt und wahrscheinlich auch problematisch ist, das so zu nennen, aber das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte, und das ist ganz gut auch dargelegt. Vielleicht auch, das war, glaube ich, auch schon zu meiner Zeit so, als ich Kind war, dass bestimmte Erfahrungen einfach nicht gemacht werden konnten, weil sowas wie ein Feld, auf dem man dann einfach mal irgendwie rumtollen konnte und sich das Bein an irgendwas aufschützen konnte, das gab es halt einfach in irgendwelchen Häuserschluchtsiedlungen, Plattenbausiedlungen oder sowas, das gab es da einfach nicht. Ja. Nee, das ist richtig. Und gegebenenfalls, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen harsch in meinem Urteil, versuchen Eltern eben auf das unmittelbare Umfeld vorzubereiten. Also im Zweifelsfall guck halt dreimal nach rechts und links, bevor du über die Straße gehst. Was auf dem Land vielleicht, wo drei Autos am Tag durchfahren, nicht ganz so wichtig ist. Wo man sagen kann,
horchst du halt, ob ein Auto kommt, weil hörst du halt, ob ein Auto kommt. Du siehst, das ist so flach, du siehst, ja, wenn was kommt. Genau. Ne? So, das ist in der Stadt natürlich anders. Also natürlich lauern in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedliche Gefahren. Und danach geht die Priorisierung, was bringe ich wann den Kindern bei, damit sie auf sich aufpassen können. Und um dann den Zirkelbezug zu unserem eigentlichen Thema ja auch zurückzuführen, ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, hinzugehen in den Baumarkt. Also ich habe ja irgendwann auch alleine gewohnt, mhm, klar. Und den Kram selber zu reparieren, weil ich hätte überhaupt nicht gewusst, wie. Mhm. Also mir ist das gar nicht an die Hand gegeben worden. Genau. Also ja. Ich habe meine Eltern, das habe ich, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen, als es schon mal so ein bisschen über Elektronik ging, erzählt. Die haben mir dann zwar so irgendwelche Elektronikbücher hingelegt, die sollte ich dann lesen, mhm, aber die lagen halt irgendwann bei mir auf meinem Nachttisch. Nach dem Motto, ja, hier liest das mal, hat Opa vom Flohmarkt mitgebracht. Und da waren, das war aus den 70ern oder mhm, sowas. Ich bin ja in den 90ern groß geworden. So. Also, wo nicht mal das Anfangsinteresse da war und wo ich diese Bücher natürlich mir angeguckt habe und das nicht verstanden habe, mhm, und auch überhaupt nicht begriffen habe, was ich damit tun soll. Und das, mhm, kam dann irgendwann zu meinen Sachen und ist auch nie weggeschmissen worden. Ja. Also, wenn meine Oma nicht mal irgendwann umgezogen wäre, das läge da heute noch. Ja. Wahrscheinlich. So, das ist so, das ist nicht, also klar, man kann natürlich sagen, wieso, die haben mir dieses Buch gegeben, du hast es nicht gelesen, du bist selber schuld. Denn sie haben sich mit mir halt auch nicht beschäftigt damit. Das ist, ne? Das ist der Punkt, da wollte ich jetzt auch nochmal drauf hinaus. Die Sache ist halt, es ist okay, wenn man auch als Eltern im Zweifelsfall von der Sache keine Ahnung hat und sagt, du, Kind, ich habe keine Ahnung, wie so ein Lichtschalter funktioniert oder was auch immer, aber lass uns das mal zusammen rausfinden. Ja. So. Und dann hinzugehen und zu sagen, okay, ich finde hier keinen adäquaten Text für Kinder, also nehme ich einen für Erwachsene, lese mir den durch, erarbeite mir das selber und versuche es dann für mein Kind zu übersetzen. So. Damit das Kind auch das Gefühl bekommt, dass da ein ehrliches Interesse da ist, ja, und nicht so dieses, ja, du brauchst das für später. Und dass man Dinge halt auch nicht einfach nur weiß, sondern dass man sie entdecken kann, ja, also dass man sie lernen kann. Dieser Prozess des Lernens und dass der auch für Erwachsene nicht abgeschlossen ist, das zu erleben, ist, glaube ich, sehr wichtig für Kinder. Ich habe das bei meinen Eltern durchaus gehabt. Und ich habe auch Eltern gehabt, die haben mir mit 6 ein Taschenmesser in die Hand gedrückt und gesagt, naja, hier, wenn du Stock schnitzen willst, hier ist das Messer, so rum klappt's auf, da ist die scharfe Seite. Und wir gucken mal zusammen, wie man da Muster an den Wanderstock schnitzen kann. Weil natürlich hatten wir Stöcke als Kinder, mein Bruder und ich. Und wir hatten beide ein Messer in der Hand, um damit zu schnitzen. Und uns wurde beigebracht, immer schön vom Körper weg, in die Richtung. Beim Zuklappen die Fingerchen weg aus dieser Spalte und alles. Und das wurde unter Supervision gemacht. Also ja, es war nicht so, dass sie uns ein Messer in die Hand gegeben haben und einen Stock und gesagt haben, spielt schön. Das wäre schiefgegangen wahrscheinlich. Sondern sie waren halt dabei und sie haben uns Tricks und Kniffe gezeigt, wie ich ein Schachbrettmuster an so einen Stock schnitzen kann und sowas. Und das sind halt auch zum einen so Kindheitserinnerungen, die dazu führen, dass man sich gerne an seine Kindheit und seine Eltern erinnert, dass man, mhm, schöne Dinge hat, an die man sich erinnern kann. Und zum anderen, dass man eben auch A, Kompetenzen erwirbt und B, grundsätzlich die Kompetenz erwirbt. Man muss Dinge lernen und wenn man damit genügend Geduld und Umsicht rangeht, dann kann man die auch lernen. Und das gilt auch für Erwachsene. Also nicht nur ich als Kind muss immer alles lernen, sondern auch meine Eltern müssen noch Sachen lernen, damit sie im Zweifelsfall mir helfen können dabei. Da waren sowohl mein Großvater als auch mein Vater sehr schlecht drin, also Wissen weiter zu vermitteln. Mhm. Man sagt ja auch immer, also die Elterngeneration gibt es von der eigenen Elterngeneration ja an die eigenen Kinder dann auch weiter. Also das, auch so diese Unfähigkeit, die mein Vater hatte, Wissen weiter zu vermitteln, die hatte er auch von seinem Vater. Und ich kann mich daran erinnern, mein Großvater war Dachdecker von Beruf, mhm, Dachdeckermeister und konnte unfassbar gut mit Holz umgehen und hat dann irgendwann aus Holz dann so eine kleine Windmühle in den Garten gebaut, die in den ersten Jahren sogar mit dem Wind, die war wunderschön, mit dem Wind sogar mitdrehte und sowas. Cool. Die war wirklich schön. Die vergammelte dann so nach 15 Jahren irgendwann auch mal und wurde auch nicht mehr repariert. Die ist, glaube ich, einmal ordentlich repariert worden. Mhm. Die stand dann aber sehr lange sehr dekorativ und auch sehr schön im Garten rum. Und ich kann mich auch an die Zeit erinnern, als mein Opa die gebaut hat, mhm, und auch mal wieder reingeholt hat zum Reparieren. Also ist nicht so, dass diese Erinnerung weg ist. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass mein Opa mich irgendwann weggeschickt hat, nach dem Motto, geh weg, störst. Mhm. So. Und jedes Interesse, was ich in dem Moment an dieser Arbeit gehabt habe, ist natürlich in dem Moment im Keim erstickt, mhm, worden, als klar war, okay, ich muss das nicht wissen, ich störe ja sowieso nur, also beschäftige ich mich mit dem Thema gar nicht, gehe ich halt wieder in mein Zimmer und gucke Fernsehen. Ja. So, ne? Ja, das ist halt mega schädlich. Ich erinnere mich dran, dass bei meinem Opa väterlicherseits es eine Werkstatt in so einem, es war so ein Haus mit Gartengrundstück ringsrum und die Garage war zu einer Werkstatt umgebaut und wirklich eine lange Werkbank, die war relativ düster, weil man kein Licht angemacht hat, weil halt keine Fenster drin waren, war ja halt eine Garage eigentlich, eine alte.
Und das war einer der Durchgänge, um in den Garten zu kommen, so aus dem Haus raus. Und wir haben nie das Verbot bekommen, durch diese Werkstatt durchzugehen. Da lagen die Werkzeuge rum und hingen an den Wänden und da lagen auch mal angefangene Werkstücke. Mein Opa hat da Schummelwürfel gemacht, also der hat bei dem Würfel in die Eins reingebohrt, ein bisschen Blei reingemacht und dann wieder überstrichen. Und damit er immer schön Sechsen würfelt, beim Mensch eigentlich nicht. So Geschichten. Und hat da einfach Sachen gemacht, auch für den Garten und so mal so irgendwie einfach so ein Pflanzenrankgitter oder ähnliches. Und die Order war, ihr könnt da gerne durchgehen, ihr könnt euch auch alles angucken. Wenn ihr was anfassen oder ausprobieren wollt, sagt Bescheid. Ja. So, dass wir dabei sind. Und das war's. Ich war unfassbar gerne da drin. Ich mochte den Geruch. Das war immer so Holzleim und Holz, so ein bisschen Schmierfett von den Werkzeugen. Ist eigentlich jetzt der Moment, wo ich über meinen Werkzeugkasten erzählen kann? Erzähl über deinen Werkzeugkasten. Ich hatte als Kind einen Kinderwerkzeugkasten. Also wenn ich sage, ich bin da nicht rangeführt worden, dann ist das nicht hundertprozentig wahr. Und das war so ein kleines Pressspan. Es war eigentlich schon ein Stückchen Holz, das man halt aufklappen konnte, war vorne ein kleines Scharnier dran. Das wurde, ging dann nach links und rechts auf und da waren alle wichtigen Handwerkzeuge drin, die man so braucht. Da waren so ein Handbohrer drin, den man so nach oben und unten schieben konnte, dann drehte sich das unten. Da war, das war auch so das Herzstück des Ganzen, eine Laubsäge drin, mit der ich mich auch dann lange beschäftigt habe. Und dann eine Zange, eine Schraubzwinge und so weiter und so fort. Und natürlich dann auch dieses Klemmding, wo du dann dieses Sägegut einspannst oder drauflegst, um dann mit der Laubsäge arbeiten zu können. Und ich habe als Kind relativ viel Laubsäge gemacht. Und habe dann aber irgendwann, ich bin halt eher so ein grober Typ. Also auch grobmotorisch eher. Ich komme mit Lego klar, haben wir hier alles gerade stehen. So, da kann ich mich noch reinfuchsen, aber irgendwann verliere ich auch die Geduld und dann wird's einfach, dann habe ich auch an Sachen keinen Spaß mehr. Und was mich halt am Laubsägen halt so unfassbar gestört hat, war, dass diese Laubsägeblätter irgendwann immer noch ping machten und dann waren die aus und irgendwann gab es keine neuen Laubsägeblätter mehr. Und ich habe dann also alleine so dieses, ja, wir müssen neue holen, dann wurden auch neue geholt und dann musste es wieder einsparen, dann musste man einen Tag warten, bis du dann weiß der Geil, was dein Pumuckl oder sowas dann da ausgesägt hast und so weiter und so fort. Also ich habe da wirklich viel mit der Laubsäge gearbeitet, noch mit diesem Werkzeugkasten. Den habe ich wirklich in guter Erinnerung. In der ersten Wohnung, in der wir gewohnt haben, bevor wir ins Haus gezogen sind, was meine Eltern ja gebaut haben, hatten wir auch noch einen kleinen Hobbyraum, also einen kleinen Kellerraum, wo mein Vater sich noch seine HiFi-Anlage, was ist seine Mancave, heute würde man Mancave sagen, glaube ich, wo dann eben so seine ganzen Sachen standen. Da hat er mit seinem Kumpel dann abends immer gesessen, hat irgendwelchen Kram gemacht und so. Und das war dann auch der Platz, wo ich dann tatsächlich mit dieser Laubsäge gearbeitet habe, während meine Mutter genervt, wirklich genervt, neben mir auf diesem kleinen Sofa saß, in diesem Kellerraum, weil sie da mit mir sitzen musste, so ein Stück weit, und auf mich aufpassen musste in der Zeit. Und das ist wieder so ein Ding, also, ja, das wäre die Chance gewesen, für mich mit Werkzeug und sowas klarzukommen. Und ich kann eine Schraube, also ich komme mit dem Schraubendreher klar, ich kann einen Akkuschrauber in die Hand nehmen und kriege auch überall die Schrauben gerade rein, krieg's auch wieder raus. Also so dieses Einmaleins des kleinen Werkzeugkastens, das habe ich definitiv draus. Aber darüber hinaus hatte ich nie Interesse an Werkzeug. Und ich glaube, das ist so dieses, ich hatte ja Spaß am Basteln. Meine Oma hat mir, als ich irgendwann 30 war oder sowas, irgendwann gesagt, ja Steffen, als Kind hast du unheimlich viel gebastelt. Und dann fiel mir das auch ein, was für schöne Sachen ich eigentlich alles gemacht habe. Und wie kreativ ich auch gewesen bin. Und das ist halt alles verkümmert. Und ich suche da die Verantwortung nicht bei anderen. Ich habe irgendwann das Interesse daran verloren und so dieses Handwerkliche nie wieder in die Hand genommen, weil ich den Eindruck hatte, es ist hat für mich nicht den Benefit. Weißt du, ich kann natürlich den ganzen Tag da in der Küche sitzen bei meiner Oma und malen und mich da irgendwie kreativ austoben. Irgendwann komme ich halt auch da an die Grenzen meiner Leistung, meiner Fähigkeiten. Und das Thema ist irgendwie, das Bild ist irgendwann, ich werde einfach nicht mehr besser. Und das war bei mir einfach irgendwann relativ zügig klar. Das hat mir nochmal so einen Schub verpasst, als Anfang der 2000er so diese Manga- und Anime-Welle über Deutschland hereinbrach und ich tatsächlich Bock hatte, Manga zeichnen zu lernen. Weil ich dachte, ich habe doch früher als Kind so unfassbar viel gemalt. Ich hätte das relativ zügig wieder aufgegeben. Weil ich einfach gemerkt habe, so in diesem handwerklich kreativen Bereich habe ich nichts zu suchen. Und das ist so schade. Da hätte man einfach, also so Frühförderung irgendwie sehen, was kann das Kind eigentlich, wofür interessiert es sich? Stattdessen habe ich im Blockflötenkurs gesessen, da hat er da keinen Bock drauf. Verständlich.
Mich hätte auch niemand in einem Blockflötenkurs haben wollen. Nee. Ich hatte eine Blockflöte aus Plastik. Hm. Ja. Ich hatte die gute Blockflöte von meiner Mutter. Ja. Weil natürlich keine neue angeschafft worden wurde für mich. Und weil alle Kinder in meiner Umgebung in diesen Blockflötenkurs gingen, musste ich natürlich auch da rein. Hm. Hatte da aber hart keinen Bock drauf. Und das ist, glaube ich, so dieses... Wenn ich also von mir aus Interesse an Musik gehabt hätte und gefragt worden wäre, hast du nicht Lust, dann wäre das das eine gewesen. Aber eines Tages hieß es, du gehst in diesen Blockflötenkurs. Mhm. Und dann wurde ich also einmal, das war wie so eine Soccer-Mom, die kam einmal die Woche bei uns vorbeigefahren, hat die ganzen Kinder in der Nachbarschaft eingesammelt und zu dieser Musikschule gefahren. Und ich saß hinten in diesem Auto drin. Und es war so zum Kotzen. Ich hätte das gehasst. Ich Blockflöte nie gelernt, was mich halt an dem Punkt geärgert hat, als ich dann selber angefangen habe, Musik zu machen, das ist ja tatsächlich mal irgendwann passiert, und dann gemerkt habe, scheiße, da hättest du mal aufgepasst besser. Ja, das ist tatsächlich schwierig mit dem, was Eltern einem so ermöglichen als Kind oder auch aufzwingen und was dann dabei rauskommt. Wo du aber gerade bei Man Cave warst, lass uns doch mal zu Arnims Einsendung überleiten. Vielen Dank, Arnim hat unseren Twitter-Aufruf reagiert. Genau, wir möchten den hier nochmal kurz wiederholen. Da wäre ich jetzt auch drauf eingegangen. Bitte. Genau. Und zwar könnt ihr auch in folgenden Sendungen uns immer mal wieder Bescheid geben, wenn ihr ein kleines neues Projekt vollendet habt oder etwas plant. Beschreibt das gerne, was ihr dabei habt. Schickt auch gerne die Bilder direkt mit. Arnim hat gesagt, sucht die mal auf Twitter, die sind da irgendwo. Ich musste sie mir also wirklich jetzt einzeln raussuchen. Das war ein bisschen unpraktisch. Also wenn ihr sie nicht nochmal mit in die Mail packen wollt, dann gerne auch einfach den Link zu dem Tweet oder Mastodon, was immer ihr da gerne habt. Ich musste mir das also jetzt alles nochmal so ein bisschen raussuchen. Das war ein bisschen unpraktisch. Machen wir auch zur Not, aber... Machen wir auch, haben wir es ja auch gemacht. Genau. Weil es uns ja auch interessiert, wie der Kram aussieht, den ihr macht. Also einfach nur beschreiben ist natürlich schön, gerade wenn es noch nicht da ist. Was will man da fotografieren? Aber wenn es schon fertig ist, gerne auch die Bilder mitschicken. Und genau. Also wenn ihr ein Heimwerkerprojekt habt, weiß ich nicht, ein neues Regal oder ein Palettenbett baut oder Kabel oder mit Schaltern, einfach nur ein kleines Gewürzregal oder ein kleines Vorratsregal. Ja, oder ich weiß nicht, wer das in letzter Zeit alles gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Oder irgendwie eine Schublade erneuert, genau, in irgendeinem Schrank oder was restauriert. Oder mal irgendwo nur eine Tür anschraubt, wo vorher keine war. Genau. Oder für den Gartenmöbel oder Hochbeete oder was auch immer macht. Es gibt ja der Heimwerker-Projekte recht viele. Oder auch einfach was Künstlerisches. Also wenn ihr irgendwie schöne Laubsäge arbeiten oder Basteleien, irgendeine Art. Oder wenn ihr aus Metall irgendwelche Kunstwerke schweißt. Das finde ich auch geil. Ich habe noch nie geschweißt. Nein, wir kriegen kein Schmeißgerät. Haben wir einen Feuerlöscher im Haus? Nein, wir kriegen auch kein Schmeißgerät. Aber hier vorne im Flur ist direkt einer. Da muss man ein paar Meter laufen. Das ist kein Problem. Okay. Genau, sowas geht natürlich. Oder wenn ihr, weiß ich nicht, eine Frage habt, die Kathi vielleicht beantworten kann und ihr wisst nicht, wo man das googelt und Kathi weiß es vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung. Genau, oder ihr habt die Frage schon mal einem Dude in einem Baumarkt gestellt und der Dude wollte euch nicht weiterhelfen. Genau. Oder ihr habt einfach eine lustige Heimwerker-Anekdote, die ihr erzählen wollt. Das ist auch schön. Oder ein Schwank aus dem Baumarkt. Oder ein Tipp, den ihr gelernt habt beim Heimwerken, den euch vorher niemand gesagt hat. Und wo ihr sagt, wenn mir das einer vorher gesagt hätte, Mensch, das wäre schön gewesen. Macht das gerne, hier können wir es vortragen. Hier gibt es keine Besserwisser, sondern nur Besserwisser. Richtig. Sehr schön, genau. Also gerne als Audiokommentar schriftlich, wie ihr mögt. Wir freuen uns. Video nehmen wir auch, gucken wir uns gerne an, können wir beim Podcast so schlecht weiter transportieren. Können wir dann aber verlinken. Ja, machen wir dann auch, genau. Oder wenn ihr natürlich habt, alles auch gerne als Audiobeitrag. Ja, dann sparen wir uns das Vorlesen und Raussuchen. Genau. Und auch wenn es was ist wie IKEA-Möbel aufbauen und ihr habt einen neuen Kniff entdeckt, wie man sich das leichter machen kann zum Beispiel. Ja, einfach nicht kaufen. Das ist ein guter Anfang. Genau. Arnim. Arnim. Arnims Projekt, willst du die E-Mail vorlesen oder wollen wir es zusammenfassen? Vorlesen ist, hat nur kurz beschrieben, was es ist. Genau. Du kannst ja mal anfangen. Ich habe die Bilder hier, da können wir uns nochmal angucken. Genau. Also grundsätzlich ist Arnims Projekt im Moment der Umbau von einem ehemaligen Notenlager. Also ich nehme an, er ist Musiker. Er ist Musiker. Und, also nee, genau, er ist Musiker. Ich nehme an, dass daher das Notenlager kommt, das er da mit anderen Musikern und Musikerinnen zusammen genutzt hat. Die brauchen es jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr und er übernimmt es jetzt als Podcaststudio und baut sich das dahingehend um, weil er auch podcastet. Und das geht so schrittweise voran. Ich glaube, das Erste, was er geschrieben hat, was er gemacht hat, war einen Hocker neu bespannen. So ein Kniehocker, ich habe nicht ganz verstanden, wofür der da ist. Den habe ich auch nicht gefunden. Ich habe die schon mal gesehen, doch ich hatte auch ein Bild gefunden auf Twitter davon tatsächlich. Ist eine Sitzfläche auf einem Gestell und dann nochmal so auf halber Höhe ist so eine schmale gepolsterte Fläche nochmal. Okay. Wo
wo man sich offenbar draufknien kann. Ich weiß nicht, für welches Instrument man das braucht oder wofür man das sonst braucht. Ich habe ja auch mit Musik nichts am Hut, es tut mir leid, ich kann da nicht viel zu sagen. Die hat er neu bepolstert, also nicht komplett neu gebaut, sondern bepolstert. Das ist auch eine Handwerkstätigkeit, die ich mehr so vom Hörensagen kenne. Ich habe hier Kuchen. Ja. Und ich weiß, meine Eltern haben mal ihre Küchenstühle neu bepolstert und neu bezogen, weil wir lange Jahre eine Katze hatten, die eine wunderschöne Kratzmaus an der Wand hängen hatte, wo sie ihre Krallen hätte schärfen können, aber sie hat es bevorzugt, das an unseren Küchenstühlen zu tun. Mhm. Wer Katzen kennt, versteht das Problem. Ja. Und die mussten irgendwann neu bespannt werden, so. Und das haben meine Eltern auch selber gemacht und meine Mom hat immer erzählt, dass das ein bisschen anstrengend war und so und dabei mussten sie auch nur den Bezug austauschen, also gar nicht mal das Polster unten drunter. Das kann ja auch sein, dass das irgendwie nicht mehr intakt ist. Und ich meine, wir hätten das auch mal beim Klimansland gesehen, wie da Stühle neu gemacht wurden, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war, glaube ich, aber auch eher ein Sessel oder sowas. Es war ein Sessel oder irgendwie sowas, die wurden komplett neu bezogen. Genau. Ist jedenfalls eine wahnsinnige Arbeit, das schön und gerade hinzukriegen, sodass man nicht beim Aufstehen eine Falte im Popo hat, die sich von der Falte vom Polster ergibt. Andersrum ist besser in dem Fall. Ja, in der Tat. Genau. Dann hat er für einen selbstgeschweißten Schreibtisch neue Platten gemacht. Also vorher war es wohl Spanholz und jetzt ist es Massivholz, Buche, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Ich habe nicht ganz rauslesen können, ob er den Schreibtisch auch selbst geschweißt hat. Wie gesagt, Schweißen habe ich auch noch nie gemacht, finde ich mega spannend. Bin auch immer so ein bisschen, also es gibt so Dinge, wo ich immer sage, ich weiß, dass es funktioniert, aber ich verstehe es nicht. Okay. Flugzeuge zum Beispiel. Ich weiß, dass sie in der Luft bleiben, aber ich verstehe es nicht. Es wurde mir auch schon erklärt, ich habe es bei der Sendung mit der Maus gesehen. Ich kenne die physikalischen Prinzipien dahinter. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die Dinger nicht einfach runterfallen. Das ist wie bei der Hummel. Man sagt ihnen einfach nicht, dass es nicht geht. Ach so, das erklärt vieles. Was ja auch Quatsch ist, aber egal. Ja. So ähnlich habe ich ein Verständnis von Schweißen. Ich sehe, dass da Leute mit Lichtblitzen auf Metall zielen und dann sind Metallstücke miteinander verschmolzen und halten Bomben fest. Oder auch nicht, je nachdem, wie gut man das macht. Ich habe das noch nicht ganz verstanden beim Schweißen, aber ja, wer weiß, ob ich das jemals lernen werde. Ich muss ja auch nicht alles lernen. Genau, und dann sind jetzt noch geplant ein Regal für Instrumente, die nicht so häufig gebaut werden, genutzt werden. Und ein Ständer für die großen Kontrabasse, Bässe? Wie ist denn die Mehrzahl von Kontrabass? Kontrabässe. Bässe. Basse. Kontrabasse, Bässe. Man weiß es nicht. Ja, diese großen Dinger halt, ne? Kontrabass in der Mehrzahl. Riesengeige. Genau. Damit die einen vernünftigen Platz haben, wo sie stehen können, wenn er sie gerade nicht spielt. Was ich noch gefunden habe, sind Schallschütze. Mhm. Hast du die da genau, auch stehen? Genau, stimmt. Die habe ich auch noch draufstehen, die habe ich überlesen. Genau. Für sein Podcast-Zimmer, was er sich da einritzt. Und dieses Regal hat unten auch noch einen Schnittplatz, wie es aussieht. Also die Fotos habe ich gefunden. Ich gucke auch nochmal auf Mastodon. Da sollen auch noch welche sein. Vielleicht ist es da einfacher zu finden, weil bei den Bildern bei Anim sind da viele GIFs und da findet man das nicht so gut. Deswegen wäre es zukünftig gut, wenn ihr solltet ihr Fotos einschicken und die am besten gleich mitschickt. Genau, also ihr könnt ja selber mal überprüfen, wie viele Bilder bei euch bei Medien so auftauchen, wenn ihr über Twitter guckt, was ihr an Medien habt und dann werdet ihr wissen, ob ihr uns das zumuten wollt, dass wir da selber durchsuchen oder nicht. Je nachdem, was ihr da twittert, ist das vielleicht auch besser. Ja, groß in die Night Timeline. Genau. Genau, was ich bei den Schallschutzen, das fand ich nämlich gut, dass du das gesagt hast. Ich habe ja auch mal einen gebaut, ja. Du dich erinnerst, den werde ich benutzen. Genau. Ja, weil wofür? Wofür, richtig. Und was ich spannend fand, ist, dass das bei Arnim auch so ein Do-it-yourself-Ding ist. Der hat Holzrahmen mit Badetüchern mit alten, genau, ungenutzten bespannt und dann nochmal Spannbettlaken drüber, damit es ein bisschen besser aussieht als bei den alten Badetüchern. Mega simpler Trick, funktioniert Bombe. So, also ich weiß von der Nora Hespers, die hat mal erzählt, sie hat auch schon Stühle und Tische verkehrt rum aufgestellt und da Bettdecken drüber gehangen, ja, um einen Schallschutz zu haben, damit sie nicht diesen Raumhall beim Podcasten mit drin hat. Es geht sehr simpel, wenn man nicht jedes Mal den Tisch aufbauen will und die Bettdecke drüber schmeißen, dann kann man sich eben auch einfach mit ganz simplen Holzgestellen und da drauf gespannten Badetüchern oder Spannbettlaken behelfen. Das mega ist Idee, ein, also ja, finde ich gut. Finde ich gut, so Sachen, das ist vor allem praktisch, ja, und für jeden Tag einsetzbar
Und man muss vor allem nicht, die sind halt auch teuer, diese komischen Schaumstoffpaneele da, diese eckigen, die das gegebenenfalls auch machen. Ja. Genau, das ist so diese Do-it-yourself, die ein bisschen günstiger ist im Zweifelsfall. Und ja, vielleicht ist das auch eine gute Möglichkeit, einfach mal neue Badetücher zu kaufen. Aber ich musste die alten jetzt leider für den Schallschutz. Gerade sowas hat man ja auch eigentlich immer zu viel. Ja, ne? Das stimmt. Dann hinzugehen, ach nee, von dem alten kann ich mich nicht trennen. Da habe ich mich 1992 schon im Badeurlaub an... Da klebt noch Sand von der Costa Cabana drin. Ja. Urlaubstipps geben wir dann nächstes Mal. Lieber nicht. genau, und dann hätte ich gerne noch heute eine Empfehlung ausgesprochen. Eine Empfehlung. Was wir nämlich gerne gucken in letzter Zeit, das ist ein YouTube-Kanal. Ah, ist das so? Mit dem allerbesten Intro-Song für Heimwecker. Also wir gucken hier einige YouTube-Kanäle, auch Heimwecker. Du hattest das über Woodturning mal gefunden. Wir gucken, also ich muss da ein bisschen einordnen. Wir gucken, weil Kathi das sehr interessant findet, oft so Handwerkskanäle. Ja. Das ist eine ähnliche Kategorie wie... Kochkanäle und dann gibt es auch noch ASMR und das, was wir vorher geguckt haben, nämlich so Restauration, so Dinge restaurieren. Das ist halt, fällt auch grob unter diese Kategorie ASMR, weil es halt Leute tun was mit ihren Händen und es macht Geräusche. Mhm. Wir gucken das aber nicht aus diesem ASMR-Faktor heraus, also nicht zur Beruhigung, sondern einfach, weil wir sehen wollen, wie was Altes, Kaputtes wieder hübsch wird. Ja. Manchmal tunken die das in Neonfarben, das ist nicht so hübsch. Und über diese Restaurationsvideos, die wir aus, glaube ich, 3 oder 4 Kanälen inzwischen gucken oder geguckt haben, da wird es auch gerade ein bisschen stiller in diesem Genre, hätte ich gesagt, sind wir über Woodturning bei der Scrapwood Challenge gelandet. Genau, das ist der Kanal, den ich gerne empfehlen würde. Genau. Woodturning, nochmal kurz zur Einordnung, ist im Prinzip Drechselarbeiten. Holzdreherei. Also Holzdreherei. Kann man wörtlich übersetzen. Genau. Ja. Ja, Holzdreherei. Und dann sind wir bei der Scrapwood Challenge gelandet. Von Some Peg Makes oder wie heißt der Kanal? Pask Makes, glaube ich. Pask Makes. Also ich glaube, der Nachname ist Pask irgendwie von dem Menschen, der es macht. Wir vermuten mittlerweile, dass er Australier ist. Genau. Der hat eine wunderschöne große Werkstatt irgendwie bei seinem, an seinem Haus, in der Nähe seines Hauses. Man weiß es nicht genau, weil man sieht immer nur die Werkstatt und so ein bisschen was, wenn er aus der Werkstatttür mal rausfilmt, versehentlich. Und der macht tolle Sachen aus altem Holz. Also aus Scrapwood, also Abfallholz. Und hat da schon ganz tolle Sachen gemacht. Also ich glaube, du bist mal über diesen Narnia-Kleiderschrank in diese Richtung gekommen, ne? Und dann haben wir von da weitergeguckt. Dann hat er irgendwie Tische mit so Intarsienarbeiten gemacht und Regale und neulich so einen Werkzeugkasten, wie es auch früher Nähkästen gab, so wo also die Fächer so auseinanderziehen und aufklappen konnten. Der scheint wohl Auftragsarbeiten zu machen. Mhm. Und dieser Narnia-Schrank muss es wohl auch gewesen sein. Ich glaube, der war nicht Teil dieser Scrapwood-Challenge, oder? Nee, der war nicht bei der Scrapwood-Challenge dabei, aber der hat es aus alten Paletten gemacht, glaube ich, ne? Vielleicht meistens ist es halt altes Holz, was er eben dann eben auch aufbereitet. Komplett abschleift in so einer Schleifmaschine, also der auch für alles mögliche eine große Maschine stehen. Also wenn ihr so Werkstattmaschinenporn haben wollt, dann ist das, glaube ich, ziemlich nice. Genau, und dann macht er eben diese Scrapwood Challenge, die eben darauf basiert, dass man, also der Titelsong geht sinngemäß, it's firewood, but some of the wood is good. Ja. Und er nimmt halt wirklich die guten Stücke da raus und das sind ja manchmal einfach so eine ganze Latte, wo das Holz eigentlich nur oben ein bisschen vergilbt ist. Ja. Und dann musst du halt die schäbigen Stellen abschneiden. Nicht mehr breit genug für ein Regalbrett oder so, genau. Und dann macht er halt also wirklich so fein ziselierte Handarbeitklamotten da raus. Unfassbar schön. Also ich gucke das wahnsinnig, wir gucken das wahnsinnig gerne beide. Ich sage ja ganz häufig, ich gucke dein Woodturning alleine, weil die hauen dann da immer so ein. Kennst du doch bei den Bieber-Brüdern Stumpf. Ja. Yeah. So nehmen die dann halt und machen dann einen Becher draus, so einen Holzbecher. Ja. Oder kippen das mit Acryl irgendwie voll oder ist das Raisin, Epoxidharz. Genau, Epoxid. Also füllen dann da irgendwie die Lücken aus und machen dann irgendwas, was noch ein, weiß nicht, diese Szene bei den Simpsons, wenn sie aus allem möglichen, also so riesen Baumstamm so einen Kegel machen oder sowas. Und Zahnstocher oder sowas. Ja, ja. Also das Phänomen ist, dass das ermüdet halt irgendwann. Ja. Weil dann halt auch nicht wirklich was geschaffen wird. Das ist halt einfach nur, ja, ich fange mal an den Baumstamm rumzusägen, vielleicht kommt da irgendwann was bei raus. Vieles ist, sage ich mal, die bessere Variante von einem Briefbeschwerer. Mhm. Manchmal werden Lampen draus oder sowas, aber oft sind es einfach nur Sachen, die du hinstellst. Becher. Ja, oder Becher. Viele Becher, die ich da schon gesehen habe. Ja, das stimmt, in der Tat. Wobei der eine, wo die Ringe dann direkt drin waren, das war schon. Der war schon nice, ne? So, ja. Das fand ich auch. Also es sind immer wieder schöne Sachen dabei. Das ist tatsächlich was ich so ein bisschen zum Runterfahren gucke. Ja. Ich habe letztens, weiß ich nicht, 5, 6 Videos von denen am Stück geguckt.
geguckt, in Anführungszeichen, weil ich habe nebenher noch ein paar andere Sachen gemacht, ein bisschen gezeichnet oder irgendwas. Und ich habe immer das Endergebnis verpasst von den Videos. Und ich habe nie zurückgespult, um mir anzugucken, was es jetzt eigentlich geworden ist. Weil das nächste sehr ähnlich ist. Das nächste ist sehr ähnlich und ich gucke einfach gerne, wie sich das Zeug dann dreht. Und ich mag das, wenn Dinge sich so sehr schnell bewegen. Beim Töpfern finde ich das auch so schön. Und dann siehst du, wie so eine kleine Stelle, die du da so einen Impact reinmachst, irgendwie das ganze Ding in der Form verändert. So. Oder zum Einsturz bringt. Das ist wie, beim Töpfern immer passiert. Das passiert auch gerne mal, ja. Nein, Scrapbook Challenge, aber zurück, ist sehr, sehr cool. Mhm. Weil eine Sache, die mich da wirklich fasziniert, ist, der hat so kleine Hilfshölzer, die er irgendwo dran hält. Also wenn man so ein Kantholz sich vorstellt, das hat ja eine gewisse Dimension. Und jetzt versuch mal bei so einem Kantholz, um es dann tatsächlich mal in so eine Drechselbank einzulegen, deinen Mittelpunkt zu finden. Ja. Da suchst du gegebenenfalls ewig. Und der hat halt so ein Holz, das, da kann er dann Diagonalen machen. Mhm. Das ist in einem rechten Winkel irgendwie. Das sind Dinge, die macht er sich halt selber. Mhm. Und macht dann eben diese Winkel und hat, beziehungsweise diese Diagonalen da rein. Und hat dann den definitiven Mittelpunkt dieses Kantholzes. Mhm. Und kann das dann einspannen. Und solche Sachen hat er für alle möglichen Zwecke. Ja. Er hat auch immer ein T-Shirt an, auf dem steht Hand Tools are cool. Mhm. Da stimme ich ihm zu. Also er macht ganz viel, wirklich mit ganz viel Handarbeit. Ja. Also er hat da auch eine Bandsäge stehen und wie gesagt, so große Schleifmaschinen und alles. Und für manche Sachen brauchst du einfach auch Maschinen. Aber er hat auch relativ viele kleine Sachen. Mhm. Und was ich schön finde, ist halt, dass er wirklich auch zeigt, wie er bestimmte Dinge macht. Dass er viele Dinge selber macht. Er hat sich auch so einen Klotz, nenne ich es jetzt mal, gebastelt, mit dem er Dübel selber auf die passende Größe hauen kann, so indem er einfach von oben die Stöckchen durchhämmert. Oben drauf ist eine Metallplatte, wo dann die Löcher in der entsprechenden Größe drin sind. Mega cool. Und er sagt halt auch, wenn was schief geht und sagt, ja, und das habe ich mir nicht so gut überlegt und deswegen habe ich es dann anders gemacht oder wie auch immer. Das sind in dem Sinne keine Tutorials, weil die schneller gedreht sind, die Videos. Also du kannst es nicht nachbauen nach dem, was er da macht. Aber so ein paar Sachen sind halt schon coole Tipps einfach für kleinere Projekte. Also er macht halt wirklich große Sachen und aufwendige Sachen. Und so für kleinere Projekte sind da einfach ein paar Sachen drin, wo ich denke, so ach guck, so einfach geht das. Das hat für mich da tatsächlich eher so den Effekt von so Bob Ross. Ja. Wenn du halt siehst, wie die Dinge entstehen und vor deinem Auge fertig werden. Mhm. Und neulich hat er diese Schubladending gemacht und hat eine alte Kiste von der Wand geschraubt. Mhm. Und hat dann da einfach Schubladen und eine Tür reingemacht. Einfach auch aus Scrapwood. Und hat dann halt da eine Tür reingemacht, wo dann noch so ein Magnetchen reinkam, dass sie auch zuschnappte dann beim Zumachen und so. Und die oder dieser Sekretär, den er für seine Tochter gebaut hat, also wo er dann auch mit ganz simplen Ideen einfach das Ding konstruiert hat. Also der hat sicherlich das auch nicht alles sich selber ausgedacht, aber er hat diese Methoden halt zusammengeführt zu einem funktionierenden, alltagstauglichen Möbel. Und das fasziniert mich halt, wenn ich sehe, dass Leute da also mit sehr simplen Ideen was sehr Effektives eben herstellen. Ja, das ist halt auch, er macht es nicht überkomplex, sondern er macht es wirklich so, dass es funktioniert. Im Zweifelsfall sieht es auch wirklich gut aus. Also ja, diese Verzierungen, die er dann hat, die machen ihm, glaube ich, auch Spaß, auch wenn ich es für eine unfassbare Frickelarbeit habe. Wahrscheinlich hat er eine anstrengende Frau, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Also es ist im Prinzip so, als würde er ein komplexes Spinnnetz aus Zahnstochern legen wollen oder so. Und die Zahnstocher aber vorher selber schnitzen und anspitzen und hast du nicht gesehen. Und dann aber auch wirklich in dem korrekten Winkel dann nochmal mit der, mit dem Meißel. Ja. Nochmal, wobei das ist, glaube ich, tatsächlich eher ein Messer als ein Meißel. Es kann auch ein Stemmbeil sein. Stemmmesser oder sowas, ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, eher dann wirklich in dem korrekten Winkel, wenn so, ich glaube, das muss so ein 45-Grad-Ding sein, glaube ich, eben auch abfeilt, um dann da, also aus diesen kleinen Hölzchen, ich glaube, das, was er an den Tisch eingefügt hat, sagt er, das wären so 400 Hölzchen oder sowas, die er da irgendwie auch sowas zuschneiden musste und alles. Und dann auch dann nochmal mit so einem Zahnstocher oder mit so einem Schaschlikspieß oder sowas mit Leim einschmiert. Aus so einem, es ist also, ach, ich würde wahnsinnig werden, aber ich gucke es mir gerne an. Ja, zum Angucken ist es wunderschön. Der macht das auch echt sympathisch, finde ich, genau. Und ich habe mich neulich mega gefreut, weil bei dem letzten Projekt, das wir gesehen haben, hat er eins meiner Lieblingswerkzeuge benutzt, nämlich einen Anschlagwinkel. Dann habe ich gesagt, guck mal, der nimmt seinen Anschlagwinkel. Und dann hast du mich gefragt, was ist denn ein Anschlagwinkel? Und ich sagte, ich habe sowas. Gib mir das mal. Ja, den beschreib das doch mal. Den Anschlagwinkel, das ist die Stelle, wo das Känguru sich mit seinem asozialen Netzwerk trifft. Nein. Fast. Das ist, was ist das für ein Material? Das ist schwerer als Aluminium, hätte ich gesagt. Ja. Das ist ein Eisen. Ja. Könnte sogar Stahl sein, bin ich mir gerade nicht sicher. Ja, wie kann man das beschreiben? Das ist ein
90 Grad Ding, also einmal guckt doch bei Google nach. Im Prinzip ein L aus Metall. Genau. Und an dem kurzen Ende unten ist nochmal ein Fuß dran, damit es nicht umkippt, wenn man es aufrecht hinstellt. Genau. Also dafür ist der Fuß eigentlich nicht da, aber so funktioniert es und dann wisst ihr, wie der da dran ist, der Fuß. Kann man bei IKEA kaufen, ne? Das sind verschiedene Buchstaben. Gibt's, genau, ne? Also Deko, ja. Genau. Genau, das ist das L und irgendwann kommt noch ein O und ein V und ein E dazu hier fürs Regal. Nein. Habe ich jetzt nicht mitgeschnitten gerade irgendwie, keine Ahnung. L-O-V-E? Ach so. Ja. Ich war so bei Löw. Ja, ja. Nein. Genau, und damit kann man sehr schön rechte Winkel anzeichnen. Wozu ist diese Kerbe? Ich nutze sie, um das Ding an meinem Werkzeugregal aufzuhängen. Ich bin nicht sicher, ob man es nicht auch dazu nutzen kann, einen Orientierungsnagel in Holz zu stemmen und dann mit dem Bleistift so zu fahren, dass man einen Kreis machen kann. Also, dass man den Bleistift ansetzt am Winkel und einen Kreis auf Holz fährt um das gleiche Center drumherum. Okay. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Vielleicht ist es auch wirklich nur zum Anhängen gedacht. Okay. Wäre möglich. Hätte ich ja in das Material gemacht, aber na gut. Ja, ich habe da auch keine, also es gibt Anschlagwinkel auch in komplexerer Ausführung, als ich sie hier habe. Es gibt auch welche, wo quasi das kurze Ende vom L aus dickerem Metall ist und das lange Ende ist eingefügt als schmales Metall. Ich kenne es auch mit einem Plastikgriff. Das gibt es offensichtlich auch. Eher selten, weil das Ding nach Möglichkeit stabil sein sollte, um diesen rechten Winkel beizubehalten. Also ich kenne es eigentlich nur aus komplett Metall. Vielleicht meine ich auch was anderes. Erklär doch mal, wie das funktioniert. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt ein... Was doch für Papier und was zum Schreiben. Da macht das doch mal wirklich... Also ja. Ich habe mich immer gewundert. Der hat ja auch diese anderen Tools eben dabei. Ja. Und hält das dann immer dran und macht zwei Striche und dann sind das übertragene Werte. Und ich verstehe in der kurzen Zeit immer schon gar nicht, was da passiert. Also stellt euch vor, ihr habt ein Kantholz tatsächlich. Und ihr habt auf einer Seite schon irgendwie die Stelle ausgemessen, an der ihr sägen wollt, meinetwegen. So, und dann habt ihr da einen Strich und jetzt wollt ihr das aber auf alle vier Seiten übertragen, aus welchem Grund auch immer. Und dann nehmt ihr den Anschlagwinkel und steckt ihn mit der dicken Seite so hin, dass er auf der Seite, wo ihr die Markierung gemacht habt, anschlägt. Mhm. Deswegen auch Anschlag. Also ich mache jetzt mal hier die Markierung auf der einen Seite vom Block, auf der Schmalseite. Dann sieht es nicht so richtig da. So. Und damit ich es hier nicht wieder neu ausmessen muss, weil das ja umständlich ist und im Zweifelsfall auch da drüben nicht neu ausmessen muss, schiebe ich den Anschlagwinkel hier ran und kann dann da, wo das schmale Ende vom Metall rübergeht, einfach den Strich langziehen. Okay. Und das kann ich halt an sehr vielen Stellen machen, egal wie dick das Holz ist. In alle Richtungen, ich kann das einmal drumherum machen, auch wenn ich irgendwie eine Kerbe machen will, die gerade sein soll, dass ich mir die vorzeichnen kann und ähnliches. Ich habe halt immer noch nicht so ganz verstanden. Und ich kann damit eben wirklich im rechten Winkel Linien aufzeichnen. Also im rechten Winkel zu der Kante, an der ich den Anschlagwinkel anzeichne, ohne dass ich mit dem Geodreieck rumhantieren muss, das aus Plastik ist und zwischen dem ganzen Metallwerkzeug vielleicht nicht so gut funktioniert. Es geht also wirklich nur darum, von einem bestimmten Punkt einfach eine lange Linie zu ziehen. Im rechten Winkel und die gerade zu halten nach Möglichkeit. Also weil es ist, wenn du versuchst bei einem Holz, ich habe das mal versucht tatsächlich bei einem Kantholz, von einer Seite, wo ich mir eine Markierung gemacht hatte, eine gerade Linie einmal ringsrum zu ziehen und ich bin mit einem halben Zentimeter Unterschied angekommen auf der anderen Seite. Mhm. Weil es einfach schwierig ist, nach Augenmaß eine gerade Linie zu behalten. Ja, das fast unmöglich. Fast unmöglich. Es mag Menschen geben, die das können, ich kann das überhaupt nicht. Und so kannst du eben mit einem Anschlagwinkel da einfach den rechten Winkel anpeilen. Oder auch wenn du über eine längere Strecke meinetwegen Markierungen an einer bestimmten Stelle hast, aus welchem Grund auch immer die Markierung nicht direkt an der Kante ist zum Beispiel, kannst du so eine Markierung einfach im rechten Winkel verlängern. Ich finde das mega praktisch, weil das braucht man öfter mal, gerade wenn man irgendwie sägen muss, weil man an einer Seite besser messen kann zum Beispiel, also besser den Zollstock anlegen oder was auch immer und von der anderen Seite aber anfangen muss zu sägen, weil es besser auf die Sägebank passt oder sowas. Und dafür finde ich das echt mega praktisch. Ich mag das sehr gerne und ich war mega geflasht, als ich irgendwann mal rausgefunden habe, wie man guckt, ob das Ding noch geeicht ist. Also ich habe ja vorhin schon erwähnt, mir fallen immer mal Werkzeuge runter. Und natürlich kann ich versuchen, da ein Geodreieck anzulegen und zu gucken, ob das passt. Ich kann aber halt auch einfach ein Stück altes Holz nehmen. Ich mache das mal hier so. Dann lege ich das an einem Ende an und mache da einen Strich. Dann drehe ich das auf die andere Seite von dem Holz und lege es da an die Ecke an. Und mache da wieder einen Strich. Parallel oder auf der gleichen Stelle?
Ich versuche, den Strich zu treffen, den ich habe, beziehungsweise den überlappen zu haben. Also jetzt wäre es hier quasi, ich würde gucken, ob ich den treffe. Und wenn ich den nicht hier lang ziehen kann, sondern der auseinandergeht, weil das Papier schief liegt, dann weiß ich, okay, das Ding ist nicht mehr geeicht. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich damit einen rechten Winkel kriege. Ich habe es einmal zu oft runterfallen lassen. Aber man spannt das Holz ja auch dann in der Regel irgendwo ein, ne? Ja, in der Regel schon. Naja, gut. Naja. Ja. Ich muss das ja nicht wissen. Nee. Ich sehe schon, es begeistert dich nicht annähernd so sehr wie mich. Nein, ich kann da tatsächlich die Faszination. Ich sehe den praktischen Nutzen. Ja. Freue mich aber für dich, dass du dich so freuen kannst. Okay. Ja. Es ist halt auch eine Möglichkeit, dass einem das Ding einfach nicht wegrutscht, während man es. Naja, das ist mir schon. Ne? Also, dieses Anschlag. Ich finde das einfach. Ich mag dieses Gerät. Also, wir haben heute gelernt, Katis Lieblingswerkzeug ist der Anschlagwinkel. Eins meiner Lieblingswerkzeuge. Es gibt so viele davon. Das nächste hören Sie dann in der nächsten Sendung, hätte ich gesagt. Ja. Irgendwann werde ich meine ganze Sendung nur über Sägen machen: Fuchsschwanz, Laubsäge, Stichsäge. Okay. Apropos Stichsäge. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Das muss ich mal kurz erzählen. Eine Anekdote mit meinem Papa. Das wird ja so eine Rubrik. Wir haben das letzte Mal, als doch ein Comedy-Podcast, ne? Ja, ich glaube. Als wir das letzte Mal da waren, wollte mein Papa eine Leinwand aufhängen, wie du dich erinnerst, für einen Beamer. Für einen Beamer? Ich bin dann irgendwann gedanklich ausgestiegen aus dem, was ihr da gemacht habt. Du erinnerst dich aber grundsätzlich daran, dass wir das gemacht haben. Ja. Ja. Und er wollte diese Leinwand, die war ursprünglich mal eingespannt und dann hat er die aber abgeschnitten und er wollte, damit die gerade hängt, unten eine Metallstange oder irgendwas einnehmen, damit er die spannen kann, die Leinwand, so, und die nicht flattert und Falten schlägt. Und hatte dazu eine lange Metallstange und musste die absägen, weil die zu lang war. Die sollte halt natürlich nur so lang sein wie die Leinwand breit. Wir gingen dazu auch in einen mehr oder weniger geeigneten Bereich der Wohnung, wo er seine Stichsäge rausholte, sie in den Strom steckte, also in die Steckdose, und dann erst anfing, das Sägeblatt einzuführen. Sehr schlaue Idee. Ja. Das fasst ungefähr zusammen, wie mein Papa arbeitet. Wenn ich mit meiner Stichsäge arbeite, also ich habe ja einen heiden Respekt vor allem, was mir die Fingerchen absäbeln kann. Ich wechsle Sägeblätter prinzipiell nur, wenn das Ding nicht eingesteckt ist. Weil die keinen, also meine Stichsäge und auch die von meinem Papa hat keinen Sicherungsschalter. Also es gibt ja ähnlich wie bei Schusswaffen, die ja gerne mal so eine Sicherung haben, die man erst lösen muss, bevor man den Abzug drücken kann. Gibt's das teilweise auch bei Werkzeug, dass man erst so einen Sicherungsschalter irgendwie lösen muss. Unsere Stichsägen haben das nicht. Also weder die von meinem Papa noch meine. Das heißt, wenn du an diesen Startknopf kommst oder diesen Auslöserknopf, dann geht das Ding los. Ja. So. Und ich habe da keine Lust, meine Finger dazwischen zu haben, weil ich gerade ein Sägeblatt wechsle. Deswegen ziehe ich das immer aus der Steckdose raus. Und ich rate euch, dasselbe zu tun. Mein Papa hat noch alle seine Finger. Es ist gut gegangen. Ich habe ihm auch kurz ausgeschimpft und gesagt, das macht man nicht, wenn da Strom drauf ist. Und er hat gesagt, ach, da ist noch nie was passiert. Ja. Und mit dieser kleinen Anekdote entlasse ich euch nach da draußen in die Welt der gefährlichen Elektrizität bei den großen Baugeräten. Genau, seid vorsichtig. Ja. Seid das immer. Es hilft. Genau. Und viel Spaß beim Bauen, Heimwerken, was auch immer. Und ich freue mich, wenn wir von euch hören. Wir freuen uns, wenn wir von uns hören. Wie war das jetzt? Wir freuen uns, wenn wir von euch hören. So rum. Genau. Genau. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!